Hallo Freunde, ich habe mal wieder einen kleinen Trick oder Tipp, den ich ja mehr oder weniger zufällig herausgefunden habe hier und ja euch auch das zeigen möchte. Vielleicht ist das für den einen oder anderen irgendwie hilfreich. Und zwar, wie wir uns ein eigenes Start Menü oder ein Mini-Startmenü uns stellen können. Das ist jetzt hier zum Beispiel unter Windows, das ist ein Windows 10 hier, und zwar indem wir einfach mit der rechten Maustaste hier auf der Taskleiste unten einmal draufklicken und hier ist oben Symbolleisten und dann neue Symbolleiste auswählen. Zack. Ja, und hier können wir entweder einen Pfad eingeben, den kompletten Pfad, oder einfach ja, hier zu einem Ordner navigieren, zum Beispiel meinetwegen hier Programme. Ja, einfach markieren und dann Ordner auswählen. Zack. Und schon haben wir hier eine Verknüpfung, einen neuen Ordner, kleiner Mini-Startmenü oder wie man das nennen möchte. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf die Pfeile hier klicken, dann klappt das dieses Ordner, dieses Programm, dieses Ordner auf. Und hier können wir direkt ja, drauf zugreifen, schnell und einfach. Das können wir zum Beispiel mit Ordnern, die wir häufig benutzen, zum Beispiel uns hier ja, einbinden. Und dann, um wirklich ja, schnell darauf zugreifen zu können. Ja, ohne uns das Desktop hier, die Arbeitsfläche mit Verknüpfungen voll zu knallen. Das ist jetzt Windows 10, eine Windows 10 Maschine hier, funktioniert aber genauso unter Windows 8 hier, das gleiche. Das ist jetzt hier Windows 8, aber das gleiche hier, zum Beispiel Downloads. Wir können das jetzt einfach so übernehmen. Zack, und schon haben wir hier den Download-Ordner hier und können direkt ja, drauf zugreifen. Wenn wir das nicht mehr brauchen sollten und wieder rausnehmen möchten, einfach ja, den hier auf rechte Maustaste, auf die Taskleiste, Symbolleiste und hier den Haken einfach rausnehmen und schon ist das weg. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier sieht in den Rekord. Ich mache mal hier auf der Windows 10 Maschine hier einfach rechte Maustaste wieder Symbolleiste und im Programmeordner hier einfach Haken rausnehmen und schon ist das weg. Ja, das war's eigentlich wieder mal schon für Fragen, Anregungen und so weiter. Ja, wie immer ein Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen und bis nächstes Mal. Yeah, you feel the power.